Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Zoo Video, in dem ich mir mal mit euch wieder gemeinsam ein paar Mods für das Spiel angucken möchte. Und die erste Mod, die wir uns heute anschauen, seht ihr schon im Hintergrund in ganz klein. Nämlich ist das der Wüstenfuchs. Zoom mal ein bisschen ran, Moment. Da ist er. Oder der Fennek. Sieht mega süß aus. Erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an einen Chihuahua. Haben die nicht auch so große Ohren und so ein spitz zulaufendes Gesicht? Ich glaube schon, ne? Ist auf jeden Fall sehr niedlich und die Mod ist richtig gut umgesetzt. Ich finde das Model mega schön, ich finde die Farben schön, das Fell sieht super aus. Und auch die Animation. Das dürften, glaube ich, die Dingo-Animationen sein. Oh, das ist so niedlich. Der Wüstenfuchs kommt natürlich auch als neue Spezies in das Spiel. Also den kann man halt zusätzlich installieren. Der überschreibt keine der vorhandenen Spezies. Aber das ist ja mittlerweile sowieso irgendwie Standard geworden. Ich finde das richtig, richtig cool, wie der läuft. Voll putzig aus. Und dann diese riesigen Ohren. Oh. Springen kann er auch. Ich mache mal ganz kurz Pause. Das ist ein schönes Standbild. Und dann kann ich mal eben ein Vergleichsbild für euch einblenden. Und dann seht ihr auf jeden Fall, dass das richtig nah an das Original rankommt. Also die Mod ist wirklich klasse umgesetzt und ein ganz, ganz tolles Tier. Der sieht so hübsch und süß aus. Wunderschön. Ich werde gleich auf jeden Fall noch warten, bis die mal Babys bekommen, weil das interessiert mich schon, wie die Babys aussehen. Weil so klein wie der ist und so süß wie der jetzt schon aussieht, bin ich mal auf die Babys gespannt. Die sind wahrscheinlich noch viel putziger. So ein hübsches Tier. Ich finde das mega nice, wie groß diese Ohren sind. Also der muss auf jeden Fall gut hören können mit den Ohrmuscheln. Ich wollte auch nochmal eben gucken, ob mittlerweile bei den Mods auch diese Infobildschirme angepasst wurden. Das würde mich nämlich mal interessieren. Schauen, ob man das hier auswählen kann. Oh ja, hier ist der Fuchs. Ah, schade, das funktioniert gar nicht. Hier sieht man so ein schönes Vorschaubild, aber leider ist das hier nicht angezeigt. Scheint noch ein bisschen verbuggt zu sein. Sehr, sehr schade, aber ich kann euch auch nochmal eben das Tier im Animal Trading zeigen. Sorry, ich habe das Spiel gerade auf Englisch eingestellt. Ich weiß gar nicht, warum. Hier kann man den auch ganz normal auswählen. Der hat hier auch wunderschöne Vorschaubilder. Und dann kann man den adoptieren. Der steht dann hier auch in der Liste der Spezies ganz normal drin. Hier ist er, der Fennec Fox. Also das funktioniert alles 1A und wir können auch gerne nochmal in den Wikipedia oder in den Zoopedia-Eintrag schauen. Wenn er hier gerade ins Haus läuft, machen wir das mal ganz schnell. Ja, ist natürlich alles auf Englisch, aber ein wunderschöner Eintrag ist es hier auch mit allen Infos, Daten und auch schönen Bildern. Das ist schon sehr cool gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen ist. Ich glaube, eine Übersetzung gibt es da noch nicht. Also die meisten neuen Tiere und Spezies sind natürlich eher auf Englisch, aber das macht ja nichts. Der scheint aus Afrika zu kommen. Und hier sogar noch ein bisschen nach Asien. Ist das hier schon Asien? Ich glaube schon, weil hier steht Afrika und Asia. Da ist halt alles eingetragen. 2 bis 25. Das ist ganz schön viel. Not bad. Also die Mods mittlerweile sind schon wirklich sehr, sehr gut. Da ist wirklich fast alles angepasst. Bis auf diese Infoschilder. Und jetzt warte ich mal eben, bis die hoffentlich gleich Babys bekommen. Okay, wenn der trinkt, ist die Zunge so ein bisschen seltsam. Habt ihr das noch gesehen? Ich habe es leider erst ein bisschen spät eingefangen. Ich habe die jetzt aber schon eine ganze Weile beobachtet. Und bis jetzt ist noch keiner schwanger. Also Babys sind noch nicht in Sicht. Die haben aber auch nicht miteinander interagiert oder so. Also die haben nicht irgendwie eine Animation mal zusammen oder sowas gehabt. Was ein bisschen komisch ist, also ich hoffe, das geht überhaupt. Ich werde es natürlich jetzt im Laufe des Videos noch weiter beobachten. Und falls sie noch Babys bekommen, dann zeige ich euch die auf jeden Fall. Aber aktuell glaube ich irgendwie, dass es vielleicht gar nicht möglich ist. Weil ich habe jetzt gerade auch die ganze Zeit schon so vorgespult auf Stufe 3. Und dann wirklich 10 Minuten lang die einfach mal machen lassen. Und da ist nicht wirklich was passiert. Deswegen gehe ich schon fast davon aus, dass das auch nicht mehr passieren wird. Außer die machen jetzt was. Gucken sich zumindest an. Okay, ne.
haben sich beide weggedreht. Das Fressen ist dann anscheinend doch interessanter. Vielleicht können wir die auch nochmal beim Fressen beobachten, wenn wir gerade mal schon mal dabei sind. Ja, da ist die Zunge auch ein bisschen verbackt. Oder ist das das Fleisch? Ne, ist die Zunge. Das finde ich aber halb so wild. Die gehen leider auch nicht ganz an das Fressen ran, weil die wahrscheinlich wesentlich kleiner sind als das Originaltier. Aber die Geräusche sind sehr interessant. Wie die ganze Zeit knabbern. Das sind schon niedliche Tierchen. Falls wir die Babys noch sehen, werde ich sie euch, wie gesagt, gleich noch zeigen. Das zweite Tier für heute ist ein ganz besonderes und ihr seht es hier schon, toben und planschen. Nämlich ist das ein Delfin. Gott, ich kriege den gar nicht angeklickt. Jetzt ist halt so ein kleiner Nachteil von dem neuen Wasser. Dadurch, dass man das einfärben kann, dann kann man die Tiere im Wasser nicht mehr so anklicken. Aber das hier ist der Delfin, nämlich der große Tümmler auf Deutsch. Das ist der Delfin aus Flipper, falls ihr die Serie noch kennt. Großer Tümmler habe ich aber auch noch nie gehört. Der sieht schon echt interessant aus. Der hat, glaube ich, die Animation von dem Otter. Wenn mich nicht alles täuscht. Dadurch schwimmt er auch so schön schnell. Ich würde gerne mal einen erwischen, der da taucht. Das wäre cool. Ich zeige euch den natürlich gleich auch nochmal im Blockbild. Seht ihr, jetzt kann ich nur das Wasser die ganze Zeit anklicken. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt habe ich ihn. Perfekt. Und jetzt können wir uns mal das Schwimmen so anschauen. Also der ist schon fix unterwegs. Die Animationen sehen natürlich jetzt nicht mega gut aus, aber ich finde es schon nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall sehr verspielt aus und Delfine sind ja auch sehr verspielte Tiere. Irgendwie hat das was, also ich mag das. Ich finde das cool, dass so viele Wassertiere momentan in das Spiel kommen durch Mods. Haie, Delfine. Ich habe auch schon gesehen, dass die Mod-Ersteller an Killerwalen arbeiten und. Also ist schon krass. Oh, mir gefällt das. Ich finde das nice. Können wir kurz pausieren? Und dann schauen wir uns den mal ganz kurz in einem Bild an zum Vergleich. Kommt da schon relativ nah dran, ne? Ist nicht ganz perfekt von der Körperform und natürlich auch von den Animationen. Aber das Model an sich gefällt mir schon sehr gut. Und dadurch, dass es ein Delfin ist, ist es natürlich doppelt cool. Auch wenn man natürlich solche Tiere wie Killerwale oder Orcas und Delfine nicht im Zoo halten sollte. Aber es ist halt nur ein Spiel, ne? Deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Oh, guck mal, wie die miteinander spielen. Die schwimmen auch so untereinander durch und sowas. Ist schon irgendwie ziemlich cool. Sieht dann teilweise ein bisschen ruckartig aus, wenn die sich drehen und sowas. Aber ich finde es cooler, als wenn das jetzt die Animationen wären wie bei dem Hai. Der ist ja relativ langsam geschwommen, der Hai. Weil ich glaube, der hatte die Animation vom Krokodil oder sowas. Aber die sind schon sehr fix unterwegs. Und wenn man jetzt so von oben guckt, sieht schon cool aus, die da so planschen. Ich glaube, die bleiben auch zu 100% im Wasser. Also die gehen nicht an Land. Oh, die können sogar über auf den Bauch tauchen. Stimmt, die Otter haben ja auch diese Animation. Das ist ja mega cool. Okay, ich bin echt beeindruckt, wie gut das aussieht. Das ist ja Hammer. Ich habe das jetzt noch mal eine Weile beobachtet und ich finde, dass die echt mega verspielt und süß aussehen, weil die so schnell sich hin und her bewegen und die ganze Zeit tauchen. Allerdings sehen die Bewegungen natürlich nicht ganz so flüssig aus, muss man sagen. Sieht so ein bisschen abgehackt und unrund aus. Aber das finde ich halb so wild. Ich finde es cool, dass die halt so schnell schwimmen. Wäre halt langweilig, wenn die jetzt auch nur so langsam schwimmen würden. Weil genau dieses Verspielte und... Ja, oh, jetzt taucht er sogar auf den Bauch. Ja, dieses Verspielte und Schnelle, genau das gefällt mir halt an Delfinen und ich finde, das ist hier sehr, sehr gut umgesetzt. Also wirklich eine sehr, sehr klasse Mod. Sind natürlich auch wieder alle Mods unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die selbst ausprobieren wollt. Und der kommt natürlich auch als neue Spezies, bevor ich es vergesse. Können auch mal ganz kurz hier in den Zoopedia-Eintrag gehen. Den hat er nämlich auch. Der Common Bottlenose Dolphin. Oh, okay, hier ist einfach alles markiert, alle Ozeane. Den scheint es wohl überall zu geben. 2 bis 9 mögen die. 2 bis 6. Okay, krass. Das ist schon wieder alles sehr, sehr gut ergänzt. Wir können ja auch mal hier gucken, ob es hier vielleicht sogar das Schild gibt. Das würde mich auch mal eben interessieren. Ne, hier funktioniert es leider auch nicht.
Schade, schade. Aber im Animal Trading oder im Tierhandel könnt ihr dann natürlich ganz normal den Delfin dann wieder auswählen. Dann seht ihr den auch mit einem wunderschönen Vorschaubild. Tolle Mod, funktioniert super, gefällt mir richtig gut. Und das letzte Tier für heute, kann man im Bild schon sehen? Könnt ihr es erkennen? Es ist gut getarnt und versteckt. Okay, jetzt hat sich's verraten. Da ist es. Das ist der Emu. Auch ein riesiger... Zählt das als Vogel? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau. Die erinnern mich aber immer so ein bisschen an Strauße. Wieso bewegen die sich denn jetzt so wenig? Sind ja richtig am Chillen. Gut, das Gehege ist natürlich jetzt auch nicht so groß, wo die sich gerade drin befinden. Die scheinen aber die Sounds von dem Kasuar zu haben. Macht ja auch Sinn, der ist ja vom Körperbau relativ ähnlich. Dieses dumpfe Geräusch. Irgendwie passt das überhaupt nicht zu so einem Vogel. Oh, erstmal kacken. Danke für nix. Aber die wissen halt, was meine Zuschauer mögen. Nee, sieht aber auch ganz cool aus, die Mod, muss ich sagen. Wäre schön, wenn er mal hier so ein bisschen ins Licht kommen würde. Aber das können wir auch selber veranlassen. Ist ja gar kein Problem, weil dann können wir den auch nochmal mit einem Foto vergleichen. So, perfekt. Da haben wir ihn. Und jetzt blende ich mal ein Originalbild ein. Gut, der Kopf ist jetzt auf dem Bild, was ich eingeblendet habe, von der Farbe ein bisschen anders, aber es gibt den natürlich auch mit dunklerem Kopf und Schnabel, also da variieren die so ein bisschen. Also diese Variante gibt es ja auch. Der kommt schon sehr nah ans Original ran und ist natürlich jetzt nicht das krasseste Tier, weil es halt ja im Prinzip ein Kasual ist, nur mit ein bisschen anderen Model und Skin. Aber ich finde es trotzdem cool, wenn solche Tiere ins Spiel kommen, vor allem als neue Spezies. Und der sieht auch sehr, sehr gut aus und ist auch cool umgesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit den Animationen oder so ist. Irgendwie scheint er sich nicht so viel bewegen zu wollen. Aber ist auch verständlich bei so einem kleinen Gehege. Schon ganz schön gemein, ne? Ich spule mal vor. Mal schauen, ob dann was passiert. Oh ja, jetzt. Jetzt läuft er wenigstens mal. Einmal duschen. Ja, groß Sprint machen sie jetzt natürlich nicht, aber das macht nichts. Finde ich nicht schlecht. So, wir schauen mal in den Zoopedia-Eintrag. Und da wurde auch alles vervollständigt. Mit Bild, mit Text und auch hier mit der Gegend. Oh, der kommt gar nicht aus Afrika. Ups. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der lebt auch irgendwie in Afrika oder so, der Emu. Hm, aber gut zu wissen. Haben wir wieder was dazu gelernt. Also eher so hier unten Richtung Australien. Dann passt das ja mit dem Kasuar echt gut. Gruppengröße von 8. Und ja, hier ist auch alles vervollständigt. Der Display wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Wir werden es aber auch hier ein letztes Mal ausprobieren. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass dann irgendwann das Bild funktioniert. Aber da man tatsächlich mittlerweile eigene Custom-Bilder hochladen kann auf diesem Bildschirm, ist das gar nicht so schlimm. Das heißt, man könnte wirklich dieses Bild nehmen und selber hineinstellen hier. Und dann hätte man eine passende Infotafel. Deswegen ist das gar nicht so wild. Aber ich denke, viel mehr will ich euch jetzt gar nicht über den Emu zeigen. Ist halt jetzt nicht die krasseste Mod, trotzdem eine schöne Mod. Und falls ihr die ausprobieren wollt, sind wie gesagt alle drei Mods, die ich euch heute gezeigt habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir fliegen nochmal ganz kurz hier rüber. Hier sind nämlich nochmal die Delfine. Aber die gucken wir uns gleich nochmal an. Aber wir gehen jetzt... Oh, jetzt sind die an Land hier sogar. Okay, die scheinen doch an Land zu gehen. Das sieht ja komisch aus. Ich wollte aber nochmal hier zu den... kleinen Wüstenfüchsen. Die haben sich nämlich nicht mehr gepaart. Und das liegt auch nicht an mir. Also ich habe die Settings habe ich extra darauf aufgepasst, dass die an sind. Hier sind die ja. Also ist nicht disabled. Die Geburt. Daran liegt es nicht. Aber die haben sich anscheinend nicht mehr vermehrt. Also da scheint es keine Babys zu geben. Genauso wie die Delfine. Die haben sich auch nicht vermehrt. Aber ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild, weil die Delfine feiere ich ehrlich gesagt von den Mods am meisten, will ich mich von euch verabschieden. Schreibt gerne mal rein, welche von den drei Mods ihr am coolsten fandet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen.
Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.